Herzlich willkommen zur 27. Folge Patricia 4 mit dem Felix. Moin, moin. Martin, geh weg da. Martin will, glaube ich, Baumwasser in den Bergen kaufen. Gerade musste ich einen Betrieb abreißen, da er nicht mehr rentabel war. Das habe ich nur euch Der zu Martin ist verdanken. auch ein ganz schlimmer, ne? Das hat er nur uns zu verdanken in Köln. Das kann nicht sein. Weil das liegt wohl eher daran, dass da kein. Ach nee, doch, Köln hat. Köln hat keine Einwohner mehr? Nee, doch 56% voll, die Häuser. Okay. Komisch. So, Produktionen fährt jetzt 23 Salz nur? Gerade musste ich einen Betrieb abreißen, da er nicht mehr rentabel war. Das habe ich nur euch zu verdanken. Ach so. Ah, okay, weil Handelsroute Ostsee auch gerade mit 251 Salz losgefahren ist. Das würde einiges erklären, ja. Ja gut, und hier haben wir natürlich massive Probleme. Wir haben in Aalborg 1300 Salz. Aber das liegt daran, weil ja kein Baumwasser ja da ist, um die Städte wieder aufzubauen. Das ist schlecht. Ach, in London läuft gerade eine Abendspeisung. Okay. Und kommst du aus Oslo wieder raus? Traumhaft. Wo ist eigentlich unser ganzes Geld hin? Ja, wir produzieren ja im Moment nicht wirklich. Ja, wir können da mal ein bisschen Zeug verkaufen. Alter. Okay, wir müssten, glaube ich. Wir haben in Aalborg auch 1000 Holz liegen. Wir haben in London 1000 Holz liegen. Wir haben in Köln massiv Holz liegen. Okay, in Köln muss ich jetzt mal ein bisschen Holz verkaufen. So, in London müssten wir jetzt auch mal vielleicht ein bisschen Holz verkaufen. Können wir das noch ein bisschen verkaufen? Wie sieht das in Aalborg aus? Naja, weil wir halt gerade massiv viel Baumaterial überall kaufen, ne? Ja, und das nicht gerade für einen billigen Preis, oder? Ich kaufe alles immer komplett leer. Dass wir wirklich unsere Produktion wieder voll kriegen. Wohin soll Baumaterial als erstes? Immer nach London. Ja, guck mal, was bei London ist, ne? Ja, ich weiß. Das ist halt das Problem. Das andere Problem ist, wir kommen gefühlt nirgendwo mehr so richtig rein, wo sie sind, weil die da alle vor campen, ne? Vor Aalborg campt einer, vor Oslo campt einer und ich glaube, bei Malmö ist auch einer. Da können wir ein bisschen Geld machen. Wieso ist eigentlich unser Wein so teuer? Gute Frage. Okay. Gut, hier können wir jetzt mal ein bisschen Salz verkaufen. Und hier könnten wir auch mal ein bisschen Tuch verkaufen. Ja. Sämtliche Häfen sind zugefroren.
sämtlich ist übertrieben, aber viele. Ja, die wichtigsten halt, ne? Scarboard, wie viel Holz haben wir da? Können wir da? Na, 200 Holz, das ist natürlich auch irgendwie nichts. Im Moment haben wir ganz schön wenig Holz gerade, ne? Ey, Scarboard, 3900 Einwohner? Alter. Okay, Köln hat auch 3500 Einwohner. 1600. Wäre halt jetzt echt mal nett, dass London mal so auftaucht langsam. Wieso? Wie viel hast du drin? 250. Also noch nicht übertrieben viel, aber so viel, dass ich langsam Angst habe, in Piraten einzurutschen. Ja, guck mal, ich fahre ja auf meine Routen, fahre ich ja. Wo? Danzig. Traumhaft. Ich fahre meine Routen jetzt auch schon immer so möglichst weit um die Piraten rum. Ah, 7000 Euro. Köln ist zugefroren, es fehlen Baumaterial, niedriger Wohlstand, Lagerkosten 271, es fehlen Rohstoffe in Köln, niedriger Wohlstand in der Stadt, Aalborg, es fehlen Baumaterial, Wohnraum ist knapp in Aalborg? Anscheinend. Ach ja, da ist ja auch alles abgefackelt, da sind ja nur noch 1000 Einwohner. Zur Info, vor Groningen ist ein Pirat. Vor Groningen? Ja. Ja, also vor Groningen, vor Aalborg, vor Oslo, sowie vor Thorn. Okay, die Häfen Stettin, Rostock, Lübeck sind wieder aufgetaut. Das heißt, London wird jetzt auch dann demnächst auftauen. Hoffen wir es, ja. Ja, definitiv. Weil es wird einfach noch kein einziger Betrieb von uns gebaut in London. Und das ist halt echt katastrophal. Vor allem so langsam wird es mit dem Geld echt eng. Ja, leicht. Hast du Baumaterialien? Nein, hast du nicht. Alter, tau auf da jetzt langsam. Wie viel hast du dabei? 309. Okay. Also jetzt nicht übertrieben viel, aber es ist auch so wenig. 3200 fehlen noch. Ja, es wäre nicht schlecht, wenn damit jetzt erstmal ein paar ja, von uns jetzt da mal gebaut werden.
Kohle. Ja. Auch mal wieder typisch, dass unser Ding am längsten fast zugefroren ist, ne? Das ist richtig. Ist immer noch zu. No. Jetzt nicht mehr. Das wusste ich, das habe ich predicted. Oh, wird doch Zeit da. Immer hier aber richtig verkaufen, ne? Ja. 19.000 gleich wieder auf dem Konto. Sollen wir was von dem Holz hier wegmachen oder? Weil die wieder 1900 Holz drin haben? Ja, wir brauchen das Holz ja. Zum Bauen. Den können wir wieder hier einen Tick verkaufen. Auch doch nicht. Nicht so viel, ein bisschen. Richtig, ein bisschen geht's. Schafzucht und Getreide. Also Getreide und Wolle könnten wir hier auch verkaufen. Getreide können wir nicht verkaufen. Aber es wird auch einfach nichts gebaut da. Leider ja. So, dann fahre ich jetzt auch erstmal nach London. Mit 756 Baumaterialien. Das ist solide. Ich denke es auch mal. Ja toll, jetzt bauen sie da mit den Baumaterialien, die du hingebracht hast, bauen sie jetzt wieder 4 Wohnhäuser. Ist doch voll intelligent dadurch. Ne, 6 Wohnhäuser. Wie gesagt, anstatt sie erstmal halt die Tongruben bauen, damit wir halt mal wieder Baumaterialien da hinbekommen. Aber nein. Warst du jetzt in Hamburg, ne? Ja. Riepen hat auch. Da fahre ich auch immer hin. Ich fahre hier immer hoch und runter zwischen den beiden. Ja, Bergen kannst du auch hinfahren. Ist das sicher? Ja. Gut. Bergen ist safe. 127 Ziege und wir können sie nicht kaufen, weil wir kein Geld haben. Ja, dann lassen wir euch doch mal weiterfahren. In 1,4 Tagen bin ich in London. Dann können wir da weitermachen. Wie viele Ziege hast du denn da? 756. Also schon ein bisschen was. Ja. Ich denke mal, damit könnten sie. Wie viel gekostet? Ja. Der Rostock wird belagert. So. Oh, guck mal, ich mache sogar mit den Ziegeln sogar noch 2 Euro oder 2 Goldmünzen plus. Baff. Genau. Wenn ich oben in Bergen bin, sind wir sowieso wieder minus. Ja, wie gesagt. Warum werden die immer angegriffen, ey? Ja, wir müssen gucken, dass wir da. Was machen? Werft, Ausbau, Schiff im Hafen, Kogge. Könnte man. Achso, ich habe jetzt nur eine Korke drin. Deine andere müsste in.
Ne, ich habe zwei Korken drin. Haben wir irgendwas, was wir verkaufen können gerade? Ja. Ja, es werden jetzt fast alle Wohnhäuser gebaut. Es fehlen jetzt, also ich bräuchte noch mal rund 1000 Baumaterialien, dann würden wahrscheinlich unsere Sachen wieder anfangen zu bauen. Also ich habe 282. Okay. Hört sich grundsätzlich erstmal nicht schlecht an. Aber auch nicht richtig gut, ne? Du brauchst nach Riepen gar nicht hinzufahren, weil wir haben nichts mehr zum Verkaufen. Du musst erstmal deine Baumaterialien loswerden. Ich war nach Hamburg unterwegs, nicht nach Riepen. Macht aber keinen Unterschied eigentlich. Ne. Da haben wir nichts mehr. Können wir in Köln was verkaufen? Bisschen Holz. Davon ein bisschen was. Oh, Kleidung können wir verkaufen. Okay, ich glaube, du kannst doch wieder. Abdrehen. Jo. 2100 brauchen wir da ja noch. Das kann dauern. Unter Umständen ja. Mal gucken, ob hier Oslo da ein Pirat steht. Jo, Oslo steht ein Pirat. Dann. Boah, Albert sieht man ihn ja sogar noch. Ja klar, weil wir da ja ein Dings haben. Ja. 64 gerade mal. Oh, hier fährt auch ein Pirat rum. Holgersen, okay. Haben wir noch irgendwas zu verkaufen? Nein, jetzt ist alles leer. Jetzt haben wir nichts mehr. Dann muss ich mit 340 umdrehen. Aber in Riepen sind noch was. Ah, warte mal, hier ist noch was gewesen. Und dann bin ich wieder um. Genau, dann fährst du erstmal rüber. Nur mal so als Headfact, wir haben es nicht mal geschafft, mit dem Geld alles zu kaufen. Ne? Super. Scarborough noch was zu verkaufen. Holz. Scarborough hat mal locker 3200 Holz da drin. Die sollten wir vielleicht aber nicht jetzt verkaufen, während wir mit dem Schiff unterwegs sind, ne? Nein, ich meine jetzt in der Stadt. Nicht bei uns. Wir haben nichts. Oh. Ja, wie gesagt, es wäre halt echt geil, wenn unsere Produktion nochmal wieder anspringen könnte. Ja, da hast du mit ein bisschen recht, ja. Es sind jetzt noch 1, 2, 3, 4 Häuser. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17 Häuser müssen noch gebaut werden, dann
geht es bei uns los. Also ich denke mal noch so 1000 Ziegel und dann werden wir endlich wieder gebaut. Ja, Verkauf. Wir kommen also minimal ins Plus, ne? Oh, Bergen ist zugefroren, wie schön. Bei mir nicht. Okay. Nö, bei mir ist nicht zugefroren. Das macht es jetzt noch interessanter. Zweitausend noch. 2000 Ziegel noch. Ja, mit Ziegel sammeln werden wir in der nächsten Folge weitermachen. Nein, ich muss jetzt noch einmal einkaufen, sonst vergesse ich das wieder. So, jetzt hauen Sie rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.